So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Sherlock Holmes Chapter 1, Kapitel 1. In der letzten Folge haben wir den Fall des verlorenen Diamanten weiter fortgeführt und haben interessante Sachen herausgefunden. Zum einen scheint es eventuell doch einen Geist zu geben oder irgendein paranormales Ereignis. Und ja, der gute, oh, ich habe den Namen vergessen, wie heißt denn der? Ach ja, Lord Craven hat eine Geliebte, die gute Emma, die hier ja ein bisschen sehr leblos auf dem Bett liegt und hat natürlich einen Diamanten zu ihrer Linken. Ja, und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier diese ganze Tragödie wieder ins rechte Licht drücken können. Und hier ist der Teppich schon wieder. Das kann man, das wäre so cool, wenn man im Spiel, wenn man solche Teppiche sieht, einfach anklicken könnte und ihn zurechtschieben könnte. Das triggert mich unnormal. Naja, auf jeden Fall werden wir in der heutigen Folge uns ein bisschen näher umschauen. Und haben hier schon mal einen zerrissenen Brief. Warum? Kann man den nicht zusammensetzen? Brief über gestohlenen Ring. Sehr geehrter Monsieur Craven, leider muss ich Ihnen mitteilen, dass die Ermittlungen hinsichtlich des Diebstahls noch nicht abgeschlossen sind und der Ring noch nicht gefunden werden konnte. Wir mussten den Diener L.O. Dupont freilassen, da wir keinen Beweis dafür bringen konnten, dass er an dem Diebstahl beteiligt war. Wir werden Sie über den Stand der Ermittlungen auf dem Laufenden halten. Lieutenant Gavreau, Polizeikommissariat, Marseille. Oh ja, hier haben wir die Franzosen. Brief über Schadensersatz. Lord Craven, ich habe den Schadensersatz immer noch nicht erhalten, mit dem Sie mich für den unerhörten Vorwurf entschädigen und meine medizinische Behandlung nach Ihrer Tätigkeit bezahlen wollten. Sie möchten ganz bestimmt nicht, dass ich an die Öffentlichkeit gehe. Sie wissen doch ganz genau, dass ich nach Ihren falschen Anschuldigungen fristlos entlassen wurde. Und jetzt, da meine Unschuld bewiesen wurde, kann ich aufgrund meiner Handverletzung nicht mehr arbeiten. Wenn Sie mich weiterhin ignorieren, werde ich die Sache vor Gericht bringen. Gott, ob man diese Rotweinflecken jemals wieder rausbekommt. So, hier haben wir nichts weiter. Was schöne Gemälde haben die hier. Eine schöne Aussicht. Fard Rouge, Calomel Mascara, a real altar of beauty for the traveling temptress. Oh, nicht tief genug doppelter Boden. A neat hiding place. Why would she conceal all of this? Ich habe sie das selber geklaut, oder? Oh, hier wird die Motte. This ring looks out of place among the others, and the design is familiar. Ja, das war doch hier bei dem Medium. Steht hier. Oh Gott. Huch! Virtus audacta sapit. Courage tastes bold. A unique family motto. Oh, Briefe. Several thousand pounds, that's quite a ja, pitch. Und Brief! The mystery deepens. A victim with a checkered past. And poor taste. Wo ist jetzt hier schon wieder der... Ach, da ist der Watson. Die hat richtig geheult. Ach Gott, die Arme. Sieht richtig fertig aus. Oh, die wurde erwürgt. Strangled with bare hands, judging by the bruises. Aber die war trotzdem, ne, gut gekleidet. This must be the missing diamond. A tremendous specimen, now forever tainted. Wieso, das kann man doch abwaschen, oder? Warum hat die hier Gabel mit? Und ein Tuch? Everything was tipped out of the bed as if it was searched. I think she stole the stone. It's certainly possible, but we won't get her confession now. Well, there is a professional medium right next door. So, es redet nochmal mit ihm. Ach so, gehen. I am needed elsewhere. Ja, nämlich nebenan. Gewöhnlich billiges Messing, primitives Schloss. Remarkably simple lock. Ach so. Okay, ich kann gar nicht weiter. Na gut, dann gucken wir mal, ob wir hier weit kommen. Emmas Leiche. Die Blutergüsse an ihren Hals waren, dass sie mit bloßen Händen erwürgt wurde. Auf dem Bett herrscht große Unordnung. Offensichtlich hat sie um ihr Leben gekämpft.
Neben ihr liegt ein großer Diamant und Lord Crane bestätigt, dass es sich dabei um den Wert des Seance geschundenen Edelstein handelt. Die Damenhandtasche der Toten befindet sich auf dem Bett und ihr Inhalt liegt ausgeleert daneben, als ob jemand etwas auch gesucht hätte. Die Tür zwischen den beiden Zimmern ist mit einem einfachen Schloss versehen. Stop wasting time. The murderer is getting away. Gehen wir einfach mal mit dem versteckten Schmuck. I found these jewels secreted away. Are you familiar with them? Ah, it cannot be so. That deceptive wagtail. How could she do this? That sounds like a yes. These items were supposedly stolen from us during our trip. I must have spent hours reporting it all to the police. And it turns out she had them all along. The trollop. I'd kill her myself, were she not dead already. Ring mit Mottengravur vielleicht? Do you recognize this ring? Should I? That's a third-rate piece if ever I've seen one. I'd never buy something like this. Did you ever see Miss Emma wearing it? No. And why should she? I gave her enough jewelry that she could wear a superior ring every day of the week. Oh, Gedankenspiele. Okay, gut, wir müssen dann zur Rezeption. Ach du Heilige. Mottenring und Mottenbrosche gehören zusammen. Kannte Mr. Galich Mrs. Emma? Luca Galici besitzt Schmuck mit dem gleichen Mottenmotiv wie Mrs. Emma. Haben sie eine gemeinsame Vergangenheit? So, warte mal. Wir gehen erstmal zur Rezeption, damit wir uns den Schlüssel nehmen können. Oh. Rezeption ist ja hier. Gib mir den Key to Luca Galici's room. I need to talk to him about the events of the seance. I suppose you are an impartial outsider. All right, but please do not give it to Lord Craven. We do not want to see our reputation damaged further. Awkward. They still don't know what a nasty surprise awaits upstairs. Hush. No need to cause another ruckus. The last thing we want is the police to come meddling. Yep, das wollen wir nicht. Wir wollen den ganzen Ruf für uns alleine haben. Oh, dann gehen wir mal hier hinein. So young and so dead. Another. So, wir haben hier einen Schlüssel. A mystery to investigate, my friend. So young. Ach so, warte mal. Dead. Another ja, mystery to investigate. Ach, jetzt war 26 war der nicht. Nee, 225, oder? Ja. Sieht aber sehr traurig aus, ne? Hm. Someone is making the most of his stay. Can you blame the man? Tools and accessories for masterful prestidigitation. Or weapons and defensive. Was macht er da auf dem Bett? Bei den dreckigen Füßen, die er vorher ins Wasser gehalten hat. A familiar substance. It's the ectoplasm that stained the seance table, but this time there's enough for analysis. Yay! Oh Gott. Lieber Mr. Galici, ich hoffe, dass Sie die Zeit finden werden, uns für eine weitere Seance einen Besuch abzustatten. Seit ich die Gelegenheit hatte, durch Sie mit meinem Gatten zu sprechen, hat sich mein Leben, so habe ich zumindest das Gefühl, völlig verändert. Die Freude darüber, mich schon bald wieder mit ihm unterhalten zu können, vermag ich nicht in Worte zu fassen. Ich kann unsere nächste Sitzung kaum abwarten. Hochachtungsvoll, Gräfin Limor. Do you always travel with your books, Mr. Galici? I do. In my line of work, one needs resources available to help deal with the unpredictable and unworldly. Okay, dann machen wir mal eine wundervolle chemische Analyse. Hoffentlich keine Redoxreaktion. So.
Hä? Wow. Okay. Die chemische Reaktion hat gezeigt, dass es sich um eine Mischung aus Kautschukmilch und Phosphor handelt. Es ist nicht ungefährlich, dieses Ektoplasma im Mund zu haben. Und ich bin ziemlich enttäuscht. Ich hatte gehofft, dass etwas Einfallreicheres hinter der Sache stecken würde. My faith in this medium has burst, just like a rubber balloon. I'm afraid I can wait no longer to hear your account of the seance, Mr. Galici. So please, tell me what you saw. Lady Craven wanted to meet the spirit of the Raja. My conjuration was successful, perhaps even too successful. I am sure the spirit was the only one who could have taken the diamond. Lord Craven needs to leave me alone. Do you think the police will believe you? Of course. I didn't take anything, and spiritual phenomena are beyond their control. Or should I summon the ghost again so they may attempt to handcuff it? I think I would prefer to begin my investigation in the physical realm. Beobachten. Bekam heftigen Schlag ab. Geübte Fingerfertigkeit. Haga wirkt unterernährt. Leicht blutende frische Kratzer. Benutzt viel Schminke. Haga Figur, Haga wirkt unterernährt. Luca Galici ist von magerer Statur und scheint unterernährt. Seine Nase blutet aufgrund eines kräftigen Schlages. Mit Schminke versucht er, die Zeichen einer durch die Unterernährung verursachte Krankheit zu kaschieren. Seine Hände und dünnen Finger lassen vermuten, dass er die nötige Handfertigkeit für Taschenspielertricks und den Umgang mit versteckten Utensilien besitzt. An seinen Handgelenken sind frische Kratzer und Schramm zu sehen. Diese stammen aus einem kurzen... Kann er bitte mal wieder sein Buch gucken? Das macht mich ein kleines bisschen nervös. Diese stammen aus einem kurzen Kampf, der vor nicht allzu langer Zeit stattgefunden haben muss. Ich glaube, er gibt sein Bestes als Medium, aber das Geschäft läuft offensichtlich nicht gut. Manchmal hat er nicht einmal genug Geld, um sich etwas Essen zu leisten. Luca Galici ist von magerer Statur und scheint... Hassen. Ja, aber ich sag mal, hat denn jetzt Taschendiebe? Na gut, stimmt, ja. Gefängnistätowierungen. Ja, aber wenn der wohlhabende Mensch mir Geld bringen zu können, dann wäre er ja wohl ernährter. Ich denke, es ist ein Medium mit weniger Erfolg. Ich hoffe, ich habe jetzt, ja, richtig gelegen. I have shocking news that changes your situation entirely. Oh, no, wait. What am I thinking? The spirits will have told you this already. I'm not in the necessary state for summoning. The spirits prefer clarity of mind and soul. Please, tell me. Lady Craven died in the very next room while you were in here. Did you not hear anything? What? Oh, nein. How? In fact, I did hear noises. That Craven is a very loud man, but I never thought he would do that to his wife. Well, you claim to be a medium. Perhaps you could ask her spirit why. What? No, it's too dangerous. Oh well, at least I can make the dead talk. Oh, das war falsch, oder? Es war falsch, aber ich... Oh, das ärgert mich gerade. Also anhand der Musik nehme ich mal an, dass es die falsche Entscheidung gewesen ist, aber wenn der so erfolgreich wäre im Verbrechen-Dasein und Geld den Leuten aus den Taschen zu ziehen, dann wäre er doch wohl ernährter. Erzählen Sie mir von Ihren Kratzern. Those scratches on your hands look rather painful. What happened to you? It was those savage servants. They were so rough bringing me here, as if I was trying to escape. When I'm free, I'll demand compensation. Beweise präsentieren. Oh, ich denke mal... Sorry, that's beyond my expertise. Okay, dann nehmen wir die Ektoplasma-Probe. Do you realize just how dangerous it is to hold phosphorus in the mouth? I beg your pardon?
I'll bet it makes your rubber balloons glow impressively in the dark, but you'll regret it when the hypertension and vomiting sets in. You mock my talent, sir. You shouldn't be so flippant about things beyond your earthly understanding. How ignorant one must be to compare a spirit's ectoplasm with balloons. It was merely a word of caution. We both know how match factory workers look after several years on the job. So... was haben wir denn noch? Ich würde einfach mal den Ring mit der Mottengravur nehmen. That's a remarkable pin of yours, Mr. Galici. Does it have any meaning? The butterfly? It's a reminder of a time in which I was truly happy. What a coincidence. Lady Craven had a ring with the same design. A coincidence indeed. I suspect it is a common theme in jewelry. Ah, das ist richtig mit seinem Profil. Das triggert mich immer so sehr. Ob das jetzt richtig war oder nicht. Och Mann. Okay. Ich war doch falsch. Das ist doch ein Verbrecher. Oh, das ärgert mich. Aber ich dachte, weil er so hager ist. Ich meine, klar, die Frau ist ja rein anatomisch ein Mann körperlich unterlegen, weil der Mann hat ja an sich mehr Muskeln. Das heißt nicht mehr Muskeln, aber halt eine bessere Ausprägung. Beziehungsweise ist an sich ja, ne, von den Armen her schon ein bisschen muskulöser. Deswegen dachte ich ja, weil das so hager ist, dass er die nicht hätte umbringen können. Oh nein, das ärgert mich. Das ärgert mich. Muss ich... Gedankenspiele muss ich immer noch machen, okay. Das Schloss lässt sich gleich knacken. Das Schloss der Tür zwischen den beiden Hotelzimmern ist primitiv. Messer kann ich jetzt gleich knacken können. Hier ist schon alles. Das Hotel ist ein Kratz, Mr. Galici. Die Kratzspuren an Luca Galici sind gleich einfach mit Emma, die ihn auf ein Zimmer brachten. Okay. Nee, das passt nicht. Das passt auch nicht. Mrs. Emma war eine Diebin und Betrügerin. Miss Emma bestand auf Reisen Lord Craven, machte ihn glauben, dass sie Diener ist. Wachen. Ach so. Während sich Luca Galici und Mrs. Emma bereits von früher kannten, wusste womöglich, dass sie eine Diebin war. Der Mörder ließ die Diamanten zurück, wer auch immer... Nee, das ist sinnlos. Warum sollte er die Diamanten zurücklassen? Außer, die sind jetzt weniger wert aufgrund des Blutes. Wer auch immer Miss Emma getötet hat, ließ sie den Diamanten neben ihrem leblosen Körper zurück. Lord Craven kehrte auf sein Zimmer zurück und sah Miss Emma beim Verstecken des Diamanten. Ahnte Mr. Galici, was Mrs. Emma plante. Luca Galici wusste womöglich, dass Mrs. Emma eine Diebin war und ihm den Diebstahl in die Schuhe schieben wollte. Oh Gott!
Luca Galici ist der Mörder. Mrs. Zimmermann wollte dem Mädchen Luca Galici ihren Diamantendiebstahl anhängen. Aus Rache erwürgt er die Diebin. Luca Galici ist ein Mörder. Er hätte einfach alles der Polizei erzählen können, stattdessen ließ er seinen Rachegelüsten freien Lauf und tötete Mrs. Emma. Für Luca Galici ging es um Leben und Tod, der bereits einiges auf dem Kerbholz hatte, hätte seine Fesseln mir wohl den Tod. Ja, ich war falsch bei dem Profil. Auch das ärgert mich. Ah, was Mrs. Emma wusste. Ich werde ihn nicht daran hindern, zu fliehen und ein neues Leben zu beginnen. Nee, komm. Wenn wir so machen, ne? Also ich meine, erwürgen ist ja schon. Man muss ja durchhalten, ne? Also. Weil es ist ja nicht so, man drückt 2 Sekunden zu und dann, ja, ist halt die Person tot, sondern das ist ja. Ich weiß gar nicht, ob man eine Minute dafür braucht, keine Ahnung. Aber ne, das Opfer wehrt sich, man muss Kraft haben, das durchzuhalten, auch den Willen. Deswegen ist das schon mal wieder eine Hürde mehr, die man so als Mensch überschreitet, als wenn man jetzt zum Beispiel jemanden vergiftet oder erschießt. So, das ist ja, ne, weil man halt wirklich so mit den, also so, noch näher an dem Geschehen dran ist. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Deswegen fangen wir gar nicht erst das an, sondern ziehen Luca Galici zur Verantwortung. Ich hoffe, das ist so richtig jetzt gewesen. Ach so, warte mal. Warte mal. Wenn ich jetzt was so ändere. Ach so. Warte mal. Ich meine, es heißt ja auch Geister der Vergangenheit. Komm. Ich probiere es einfach mal, ob das richtig ist. Ich hoffe es ja so sehr. Ja, komm. Gib mir alles. Ah, nee, nicht ändern. Nee. Zur Verantwortung ziehen. Ja. Und nun? Beschuldigen. Luca Galici, I know you murdered Lady Craven and I can prove it. That would be a grand story for the newspapers. But where's your proof? I was locked in here and could not hurt a fly. Schlüssel können geknackt werden. Yes, yes, the locked room. Good of you to mention it. I inspected the door between the rooms and the lock on it is piteous. You could open it with a penknife. So I am now a burglar as well as a thief and a murderer? Sie wusste von Emmas Diebstahl. As for the motive, it's obvious that you deduced that Lady Craven was the real thief. Of course, it helped that this was not your first encounter with Miss Emma. I don't know what you're talking about. How on earth can you believe this? I think the police will easily find the proof when they browse their archives. Ihre Krasse überführen sie. Your wrists are bloodied, and there's no way a servant's manhandling could cause such an injury. It was Lady Craven, as you strangled her. You are fantasizing, Mr. Holmes. Gestehen Sie, Mr. Galici. It is done, Luca. You will be arrested. Your best strategy now is to confess and hope your reasons were justified. I don't know how you figured it out. But yes, I killed her. I had to. This woman could not get away with ruining my life twice. Twice? I knew Emma before she was a lady. I mean, she pretended to be noble back then too. But only so our gang, the Moths, could steal from those snobs. She betrayed us, stole all our money and disappeared, leaving us to rot in jail. I was young. I spent 3 years in that hell. And tonight, she tried to set you up again. Did she recognize you? She didn't. I came to her afterwards, pleading that she drop this farce, but she laughed in my face. I just remembered my time in the clink, all I suffered while she indulged. And I grabbed her throat. Ah!
tut mir ja schon irgendwie leid, ne? Weil ich glaube, mit Mord entweder lebenslang oder der wird direkt auf die Todesbank gesetzt. Ich weiß gar nicht, gab es zu dieser Zeit jetzt noch die Todesstrafe? Ich meine, der hatte ja schon emotionalen und persönlichen Grund. Oh, es ist gerade eine sehr schwierige Situation. Wir müssen ihn ja eigentlich bestrafen, weil... Er hatte jemanden umgebracht, aber die Person wollte ihm ja einen Diebstahl anhängen, für den er wieder in den Knast gewandert wäre. Aber, also ins Gefängnis. Aber... Ich meine, der war ja an sich nur 3 Jahre dort. Der wäre vielleicht jetzt 4 Jahre. Und ich meine... Er hätte ja die 4 Jahre, also... Komm, wir sind ja Sherlock Holmes. Wir haben ja eigentlich keine Gefühle. Oder irgendwie ein bisschen, also schon ein bisschen Empathie, aber nicht Empathie gegenüber fremden Menschen. Deswegen... Es tut mir leid, aber sie müssen bestraft werden. Murder is murder, Luca. You could have told Lord Craven the truth and seen Miss Emma's downfall, but you could not restrain yourself. He would never believe me. We will never know. Still, perhaps a jury will be more easily swayed. If not, you'll get to see your friends in jail again soon. We'll meet again, Holmes. I will get you, in this life or the next. Get your hands off me. He murdered the woman who put him in jail. Should we be worried? Fear not, John. Unlike Miss Emma, I will see him coming. That was too much fun, Sherry. I'm buzzing. Buzzing. Wasn't it fun? A woman died, John. I was too slow to the truth, too hesitant to intervene. How can you... Oh, lighten up. Those people made their choices. If you swan about with a diamond in your pocket, that's what happens. Wealth is a weakness. So we must blame those who covet it. With enough money on the line, Sherlock, a man will do just about anything, even murder. And then we get to solve it. I suspect you perhaps cannot grasp the true horrors of mortality, John. Oi, I am aware of my perilous existence, thank you very much. I must admit, even if the outcome of the adventure was imperfect, there was some pleasure to be had in the puzzle. Well, Cordona seems more depraved and decadent than we thought. I bet you'll get another chance. A bet, you say? Ah, a figure of speech. Just a figure of speech. Ah, damn. Well, take one last look at the view, then we must be off. It's time to do what we came here for. Wir haben 80, was auch immer bekommen. Neuer Eintrag im Tagebuch. Was haben wir denn jetzt hier bekommen? Ich habe eine Nacht im Palazzo del Luzzo verbracht und es hat bereits gereicht, um in einen Kriminalfall verwickelt zu werden. So hatte ich mir meine Zeit auf Cordana nicht vorgestellt. Aber die Aufregung des Falles hat mich von finsteren Gedanken abgehalten. Jetzt wird es Zeit, auf den Friedhof in Miners End zu gehen. Den Grabstein meiner Mutter kenne ich an der Statue eines weinenden Engels. Ja, das werden wir in der nächsten Folge erledigen. Und wir haben noch ein Gedankenspiel. Endlich. Ein imaginärer Freund John? Oh, warte mal. Da klingelt gerade was ganz tief in meinem Gehirn. Ich glaube, in der letzten Staffel von Sherlock mit Benedict Cumberbatch. Ja, ich glaube jetzt, oh boah, ganz tief habe ich das jetzt rausgekramt aus meiner letzten Gehirnregion. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz Sherlock Holmes, das war doch John Watson. Aber John Watson gab es doch wirklich. So, der wird nur mit, der wird mit H geschrieben. Aber der hat ihn doch Dr. Watson genannt in der ersten Folge, als wir in der Bahn saßen, also in dem, nicht in der Bahn, aber in dem Zug saßen.
Hat er was mit H geschrieben? Stimmt, ja, John. Ich glaube, ja. Ich will jemanden spoilern, der vielleicht sich die Serie noch angucken möchte. Aber ja, ja, ich glaube, das ist Sherlock Holmes gewesen. Nicht, dass ich jetzt irgendwie einen Film oder zwei Serien miteinander vertausche. Aber ja, ich glaube, ich muss da nochmal gucken. Aber ich glaube, da klingelt gerade was ganz gewaltig in meiner Birne. Ja. Okay, gut. Dann hat sich ja meine Sache erklärt. Also schon, ja, okay. Ja, das erklärt so einige Sachen, die ich jetzt in den letzten drei Folgen mich innerlich gefragt habe. Auf. So, Stimmbruch kriege ich auch noch. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir zum Friedhof gehen. Wo ist denn hier der John? Und dann, ja, werden wir mal schauen, was so auf dem Grab unserer Mutter los ist. Ob da sich jemand um die Blumen gekümmert hat, weil wir waren ja in England, glaube ich, denke ich. Und ja, das ist auch wieder mal hier ein, ne, schöner Sonneneinstrahl. Na, ja, beautiful, Tribion, gorgeous, wonderful, alles vier zusammen. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir zur nächsten Folge wiedersehen werden.